zu euch, hallo und herzlich willkommen im neuen Video. Ihr habt es euch in der Kommentarbox gewünscht und jetzt ist es da. Ein heftiges 30 Minuten Ganzkörper-Workout. Macht dieses Workout einfach jeden zweiten Tag und so seid ihr am schnellsten Weg zu eurem Traumkörper. Wir trainieren bei diesem Workout jeden einzelnen Muskel, Freunde. Aufwärmübungen haben wir am Start auch mit eingebaut. Und Regel Nummer 1, höchste Priorität hat die Technik und die Form. Also versucht auf jeden Fall mit mir mitzuhalten, aber achtet auf jeden Fall vorerst auf eure Form. Und so könnt ihr spezifisch genau die Muskulatur trainieren, die ihr auch trainieren wollt. Und außerdem verletzt ihr euch nicht, also ihr kommt somit eben zum schnellsten Muskelaufbau. Wir trainieren bei diesem Workout vorrangig im Hypertrophiebereich, aber ich habe auch Kraftausdauerübungen mit eingebaut, damit wir eine perfekte Qualitätsmuskulatur aufbauen können. Und wenn ihr nicht mehr mithalten könnt, ist das absolut kein Problem. Macht einfach so viele Wiederholungen, wie ihr schafft und macht direkt wieder mit, sobald ihr könnt. Und ihr werdet sehen, von Workout zu Workout werdet ihr immer besser und weiter mithalten können. Und als kleine Randinformation, ich haue euch keine einzige Werbung in dieses Workout rein, also das Workout dauert 30 Minuten und in diesen 30 Minuten werdet ihr keine einzige Werbung sehen. Deswegen freue ich mich umso mehr über eure Unterstützung, Freunde. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, Freunde. Und schickt dieses Video, dieses Workout einen Freund, der dieses Workout auch durchziehen soll. Also holt euch jetzt auch euer Handtuch, denn das brauchen wir auch für das Workout. Und noch etwas zu trinken, denn das Ganze wird extrem, extrem heftig. Ich bringe mich auch in Stellung, dann kann es direkt losgehen. Let's go! Ja, wir trainieren im Supersatz. Das heißt, wir machen eine Übung zum Beispiel für die Brust und direkt danach, ohne Pause, zum Beispiel eine Übung eben für die Beine. So hat die Brust Zeit, sich wieder zu erholen. Und so können wir effektiv in kürzester Zeit schnellstmöglich die Muskulatur aufbauen. Ich könnte euch jetzt auch voll labern mit dem genauen Ablauf des Workouts, aber Freunde, lasst euch einfach überraschen. Es sind natürlich auch Pausen eingebaut, keine Sorge. Also gebt auf jeden Fall bei jedem Satz immer alles. Und ich möchte mit euch ehrlich sein, das ganze Training bringt nichts, wenn ihr nicht auch die Ernährung anpasst. Also checkt auf jeden Fall hier das Ernährungsvideo aus. Da zeige ich euch, wie ihr kostenlos euren eigenen Ernährungsplan erstellt. Da lernt ihr alles über Ernährung, damit jeder von euch seinen Traumkörper erreichen kann. Und das Ganze natürlich kostenlos. Ich verlinke euch das Video nochmal unten in der Videobeschreibung. Checkt das eben nach diesem Workout auch auf jeden Fall aus. Und ich bin top motiviert. Let's get ready to rumble. Und es geht los mit Humble Männer, Freunde. Eine Aufwärmübung jetzt für 30 Sekunden. Seid mit dabei. Ihr könnt schon ein gutes Tempo fahren. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my god, but when I do not to make moves based on my mood drops. Und zweite Aufwärmübung. Wir berühren abwechselnd hier die Zehen. Gut, und weiter geht's. Jetzt mit Hinterliegestützen. Also, wir gehen nach unten und pushen uns jetzt wieder hoch. Langsam wieder nach unten und wieder mit dem Arsch in die Luft. Der Ellbogen, Freunde, bleibt beim Körper. Wir gehen ganz nach unten und springen jetzt aus der Ferse, so hoch wir können. Langsam nach unten gehen, schnell nach oben springen und natürlich so hoch wie ihr könnt. Ripping heart no more less. Never stop, no rest. Till the stress is spread in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Und direkt wieder. Hindu-Liegestütze, Freunde. Bei dieser Art von Liegestützen trainieren wir direkt auch die obere, aber auch die untere Brustmuskulatur. Und direkt fliegender Wechsel im Supersatz. Direkt wieder die Beine trainieren.
Und wieder sofort in die Hin- und Liegestütze. Und ihr könnt auch etwas breiter greifen, dann erwischt ihr noch mehr die Brustmuskulatur. Und direkt wieder, jetzt nochmal als letzten Satz, wieder hier, Jumping Squats. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door. Sehr schön, jetzt haben wir uns eine Minute Pause verdient. Erholt euch gut, trinkt was und dann geht's direkt weiter. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Macht euch bereit, es geht schon wieder bald los. Jetzt geht's weiter mit Side-to-Side-Push-Ups. Also, Liegestützposition, Arsch anspannen. Wir gehen nach links und wieder hoch und nach rechts und wieder hoch. Einen zweiten, einen dritten und einen vierten. Danach drehen wir um und machen das Ganze weiter. Also einen Deep Walk. Und wir gehen immer nur aus einem Bein hoch und wieder ganz runter. Aus dem einen Bein hoch, wieder ganz runter. Und drehen um. Und weiter geht's. Wieder mit Side to Side Push-Ups. Und wir sind direkt ganz unten. Ja, ich habe schon extremes Brennen im Oberschenkel und generell auch in der Brust, im Trizeps und auch schon etwas in der Schulter. Und wieder in Position gehen, Side to Side Push-Ups. Nur mit einem Bein hoch. Woke up.
told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Yeah, so jetzt eine Minute Pause. And it was right before my eyes, watching all this time slip by. Now I realize, you know I've been waiting. Gönnt euch noch die letzten 10 Sekunden Pause, Freunde, dann starten wir mit Pec Crusher. Also, wir geben jetzt die Ellbogen zusammen, machen eine Faust und was wir jetzt machen ist, wir strecken die Arme aus und gehen wieder zum Körper. Aber ihr müsst hier richtig eine Spannung haben, richtig fest zusammendrücken und ihr seht, hier wird extrem die Brustmuskulatur auch extrem trainiert und angespannt. Yes. Also wirklich versuchen, auch den Ellbogen und die Fäuste fest zusammenzupressen. Sieht leicht aus, ich weiß, aber ihr werdet sehen, spätestens nach dem dritten Satz brennt es richtig. So, jetzt Wadenjumps. Die Beine bleiben gestreckt und wir springen nur aus den Waden hoch und runter. Und immer so hoch wir können. Sehr fein. Und wieder zusammendrücken, ausstrecken und zusammen und zurück. Mir haut jetzt schon richtig hier die Adern raus, wie ihr seht. Extrem. Diese Übung bringt nicht nur den übelsten Pump, sondern setzt auch extreme Muskelreize. Sehr fein. Und Wadenjumps. Ich habe ein schönes Problem jetzt schon in den Waden und natürlich keine Pause machen. Wir machen direkt weiter hier mit dem Pump des Jahrtausends für die Brust. Yes! Volles Tempo. Die Beine bleiben gestreckt. Wir springen nur aus den Waden. Das brennt schon extrem. 3, 2, 1. Geschafft, Freunde. Jetzt wieder eine Minute Pause. Das heißt, trinkt was, auf die Atmung achten und wieder runterkommen. Danach geht's direkt wieder weiter.
Okay, Freunde, es geht weiter. Jetzt pressen wir die Hände zusammen, extrem fest zusammen und gehen hoch und gehen wieder runter und gehen hoch. Ich will, dass ihr wirklich hier extrem zusammenpusht, so hart ihr könnt, so stark ihr könnt, Freunde. Wir gehen ganz nach oben, ganz bis hier zur Brust und wieder ganz nach oben und wieder runter. Und ihr werdet merken, wir zerstören dabei die komplette Schulter. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Gut, jetzt nehmt euer Handtuch, das muss jetzt schnell gehen, schnell einrollen. Und wir trainieren jetzt den Bizeps. Einfach hier bei den Beinen das Handtuch befestigen. Und jetzt die Ellbogen schön auf den Boden legen, nach vorne gehen, fast durchstrecken, aber nicht ganz. Und wir machen direkt weiter. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. And I will not be the one with regrets. And I will not hear the doubt or the threats. And I'm not one to ever forget. Ah, sehr fein. Und direkt wieder aufstehen. Hände zusammenpressen. Hoch und runter. Been like driving me crazy, these people complacent. Too many are lazy, but wanna see changes. You can all hate me, you're slaves to these wages. You need to be crazy to head out for greatness. Don't want excuses, I wanna see movement. Just watch like a student and see how they do it. Need some improvement, we all need solutions. So be the one who could just stack up and do it. You ain't never gonna stop me, I'll be found. Climb my way to the top like a rebound. I'ma be the one to pop with a new sound. Stefan, und direkt wieder auf den Boden. Und wir zerstören den Bizeps. Freunde, checkt mal den Pump bei meinen Bizeps aus. Ihr seht, wie diese Übung wirkt. Wir haben hier einen Hammer-Curl-Griff. Also wir halten so, nicht so, sondern so. Trainieren den äußeren Bereich des Bizeps. Das heißt, ja, immer jeden Winkel trainieren. Ganz wichtig, vor allem beim Bizeps. So, und direkt wieder hoch. Wieder zusammenpressen. Das letzte Mal. Und ihr merkt, wie krass das Workout ist. Wir trainieren hier nicht nur den Pump, sondern vor allem auch im Hypertrophiebereich, weil wir extreme Kräfte brauchen, sehr viel Spannung haben. Und da sagt noch einmal jemand, dass man mit Körpergewicht nicht gut trainieren kann. So ein Bullshit. Oh, ich glaube, das spürt ihr jetzt selbst. Sehr fein. Gut. Und wieder schnell auf den Boden. Wir haben uns wieder eine Minute Pause, ja, nicht nur verdient, sondern wir dürfen uns auch jetzt auf jeden Fall gönnen. Trinken, Freunde, und gönnt euch die Pause. Und geben jetzt richtig Gas. Wir versuchen jetzt vom Boden abzuheben, denn wir trainieren jetzt die seitliche, aber auch hintere Schultermuskulatur, weil wir uns eben nach vorne beugen. Also es wird nichts ausgelassen. Vorher hatten wir schon die vordere und obere trainiert. Und wir werden merken, auch das ist eine extrem heftige Übung, vor allem auch für Kraftausdauer. Also ist auch mit eingebaut, um eben Qualitätsmuskulatur, wie bereits am Anfang erwähnt, einzubauen. Und es geht schon wieder direkt weiter. Jetzt in 2 Sekunden, 1 Sekunde, jetzt mit Bizeps Curls. Jetzt haben wir nicht den Hammer Curl, sondern drehen ein und trainieren jetzt den Bizeps, wie ihr seht, hier voller Angriff. Aber auch auf dieser Seite gleichzeitig den Trizeps. Also mit dieser Hand drücken wir hoch, mit dieser nach unten. Also sehr effektiv, sehr zeitsparend. Natürlich alles möglich mit dem eigenen Körpergewicht. Make myself an eye.
Also die rechte Hand ist unten. Oh, so, und es geht weiter mit Fleiß. Vernetzt sich die linke Hand unten und wir machen wieder genau dasselbe. Ich habe schon ein extremes Brennen. Ich liebe dieses Workout. I can't lose, I'ma pass through if I have to. Teach them all like a classroom, huh? If I want it, then I get it. Work hard, don't regret it. Yeah, I said it, huh? Head down, I'm focused. You notice, they notice, show this. I'm blowing, keep going, showing. I'm growing, flowing and coasting. I'm moaning, work hard, play hard. Let the party start. Can't lose when I'm giving out bars. Yeah, I can't lose when I'm giving out art. Yeah, I can't views, man, it's just the start. I will not fucking lose with a cop in my... So, und jetzt auslockern kurz. Und wieder Fleisch. Jetzt im weiten Radius. Sprich, wir gehen weiter nach unten und weiter nach oben. I can't lose this time. I can't lose this time. Yeah, I can't lose this time. Jetzt haben wir die ersten 15 Sekunden die rechte Hand unten und trainieren eben mit der rechten Hand den Bizeps, mit der linken den Trizeps. Ich will, dass ihr auch hier wieder extreme, ja, Kraftaufwand betreibt. Also jetzt Handwechsel und ich will, dass ihr richtig hart nach oben drückt und wieder richtig mit voller Kraft nach unten, also immer am Limit trainieren. Never slowing down, getting paid now. I'ma lay it down, I'ma say it loud, say it proud. Never had a doubt. So, eine Minute Pause. I gotta get it out now. I ain't losing no ground, I ain't losing no round. Got no doubt, I'ma win it, no doubt. So just hand me the crown and go down for the count. No discount, cause this sound will hit now. Hit loud, so this crowd can get down. This town's my bitch now, I'm rich now. Sit down, listen up now, I'ma switch sound. I just wanna hit him with a little bit of rap trap. Drop tops, I can not stop when I pop off. Like a sawed off, flip flop, it's a lost cause. I get lost off cause I'm hot like a cluster. So, für die nächste Übung, Freunde, brauchen wir wieder das Handtuch. Das rollen wir jetzt schön gemütlich ein. Trainieren jetzt den oberen Bereich des Rückens, Latissimus, auch mit am Start. Legen uns auf den Bauch. Und was wir jetzt machen, ist einfach, wir versuchen, das Handtuch so stark wie möglich auseinanderzuziehen und ziehen das Handtuch zur Brust. Gehen wieder ganz nach vorne, gehen mit dem Oberkörper hoch und ziehen das Handtuch zur Brust. Und versuchen währenddessen die ganze Zeit das Handtuch auseinanderzureißen, sodass wir eben zwei Handtücher im besten Fall haben. Also, Arsch hoch, anspannen, runtergehen und hochpushen. Die Hand hier ganz durchstrecken und wieder ganz zur Brust bringen. Thank you.
Ich hoffe, ihr spürt das auch. Es geht weiter mit der Rückenmuskulatur. Natürlich auch extrem hart hier für die Schulterpartie, weil wir diese komplett zerstört haben. Jetzt komplette Zerstörung. Das letzte Mal. Freunde, kennt euch aus. Ohne Werbung. Ein gesamtes Workout. 30 Minuten. Unterstützt mich auf jeden Fall mit einem Like und einem Kommentar, wenn euch das Workout gefällt. Und schickt es gerne einen Freund, der das genauso durchziehen soll. Check das aus. Extremer Trizepsbump. Holy shit. Ist das heftig. Sieht man direkt die Fasern. Jetzt was trinken, Freunde. Gönnt euch. I turn off the lights. I got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. Ein 5 Minuten Sixpack Workout. Yes! Die Sixpack Muskulatur, Freunde, Starfish. Wir strecken die beiden Arme aus. Berühren das linke Schienbein und das rechte Schienbein abwechselnd. Los geht's für 30 Sekunden. It's just fire. Ihr wolltet ein heftiges Workout? Da ist es. Jetzt eine krasse Übung. Nämlich, wir strecken die Beine durch und gehen jetzt langsam nach unten. Die Hüfte halten wir so lange wie möglich hier in der Luft und stützen uns mit den Händen ab. Also ihr seht, hier in der Luft bleiben, wenn ihr das schafft. Langsam nach unten. Also eine negative Ausführung. Gut, weiter geht's mit Plank Crunches, also Plank Position. It's just fired. Wie Plank Jumps, also links bei uns sogar der Kamera wurde jetzt zu heiß, aber es geht eben direkt weiter mit hier den Plank Jumps. It's just fire. I know you keep asking me flames and fire. I know you are done with me. It's just fire. Und jetzt eine Hardcore-Übung, nämlich wir strecken uns komplett durch und für die, die es nicht schaffen, einfach einen normalen Plank machen. Ein 45 Grad Hold. Hände gerade über den Kopf, so hoch wie möglich nach oben gehen und die Beine, Zehenspitzen gerade ausstrecken und die Hände über den Kopf. Und jetzt direkt einrollen.
Gut, und als nächste Übung geben wir jetzt die Hände vor den Schienbeinen zusammen. Und machen ganz auf, gehen nach unten. Die Beine bleiben in der Luft. Und schön einrollen. Boah, ist das heftig. Ein krasses Brennen. Weiter geht's mit Flutter Kicks für die untere Bauchmuskulatur. Ich hoffe auch jetzt, letzte Übung, Starfish Hold. Wir spreizen wieder die Beine nach vorne und die Arme. Und gehen jetzt so hoch wie möglich nach oben, halten diese Position bis zum bitteren Ende. Freunde, das war's jetzt. Du hast erfolgreich, ja, das Workout jetzt bestanden. Herzlichen Glückwunsch, herzliche Gratulation. So, Freunde, das war's jetzt. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr in Zukunft keine Workouts mehr verpasst. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr dieses Workout gefeiert habt. Und schreibt es mir in die Kommentarbox, wie krass ihr dieses Workout feiert. Denn ihr wisst, ich lese mir immer alle Kommentare durch und ich bin schon sehr gespannt, wie euer Feedback ist. Und schickt dieses Video auf jeden Fall einen Freund, der dieses Workout auch durchziehen soll, Freunde. So, ich habe jetzt schon meine Gymbag wieder gepackt. Ich habe alles am Start und für mich geht's auch jetzt schon wieder ab nach Hause. Ja, und falls ihr euch wundert, das ist meine Gymtasche. Also das ist eine elegante Gymtasche, wie ihr seht. Checkt mal das Material auf jeden Fall aus. Viele glauben mir nicht, dass das eine Gymtasche ist. Den feiere ich einfach deswegen, weil er komplett schwarz ist, also extrem schlicht und elegant und ich den Rucksack auch für die Schule und zu alle Anlässe nehmen kann und nicht nur fürs Gym. Dementsprechend liebe ich diesen Rucksack. In diesem Sinne, Freunde, ich freue mich aufs nächste Video und nachher selbstverständlich verlinke ich euch meinen Trainingsrucksack und meinen Trainingsanzug in der Videobeschreibung, wo ihr eben auch meine Supplements findet und ihr wisst, ich nehme nur Supplements, die auch wirklich was bringen. In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch jetzt eine gute Regeneration. Möget ihr alle eure Ziele erreichen. Bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.